Maries Messer. Am Morgen hatte sie ihn auf dem Flughafen abgeholt. Im Apartment hatten sie einen Kaffee zusammengetrunken. Dann legte er sich schlafen. Marie wollte sich zu ihm legen, doch Thomas wehrte ab. Nach dem langen Flug sei er noch nicht so weit, ihre Nähe auszuhalten. Er müsse erst wieder eins mit seiner Seele werden. Sie war fortgegangen. Auf der Straße schlugen ihr die Hitze und der Verkehrslärm der Avenida Santa Fe entgegen. Vor 4 Wochen war Marie zum 2. Mal nach Buenos Aires geflogen, um für eine neue Reportage zu recherchieren. Aber jetzt, wo Thomas da war, sollte der Urlaub beginnen. Es war der 24. Dezember und in der Straße des Heiligen Glaubens bot man für $2 die letzten Plastikweihnachtsmänner an. Inmitten all der Leute, die letzte Besorgungen für den Abend erledigten, bekam Marie Lust, Thomas etwas zu kaufen. Er würde ihr sicher nichts schenken. Seine Ankunft war Geschenk genug. Als Marie das Jagdgeschäft entdeckte, wusste sie, womit sie ihn überraschen könnte. Das Erste, was er ihr erzählt hatte, war das Malheur mit seinem Taschenmesser gewesen. Normalerweise trug er es immer bei sich. Ausgerechnet vor seinem ersten Transatlantikflug hatte er es in Berlin auf dem Küchentisch liegen lassen. Marie betrat das Geschäft. Der junge Verkäufer trug Bermudas mit einem verwaschenen Palmenaufdruck. Seine nackten Beine spiegelten sich in der Vitrine, wo die Taschenmesser lagen, aufgefächert und sortiert nach der Anzahl ihrer Einzelteile. Eines davon kostete genau $38. So alt war Thomas im November geworden. Der Junge zeigte Marie die einzelnen Werkzeuge des Modells. Sie entsprachen der Auswahl von Thomas' Messer. Bis hin zu Flaschenöffner, Korkenzieher, Nagelschere. Aber jetzt, sagte der Junge, käme etwas Besonderes. Er drückte auf einen silbergrauen Knopf an der Seite. Ein Stilett schnellte heraus. Ein Mini-Stilett, aber immerhin 5 Zentimeter scharfer Stahl, sagte der Junge und lachte über Maries Schreck. Natürlich sei es nicht ernst zu nehmen. Und außerdem sei die Zeit der Duelle vorbei. Und die beiden Offiziere, die kürzlich aufeinander geschossen hätten? Militärs, der Junge winkte ab. Die zählen nicht. Aber sieh mal, wegen des albernen Stiletts will kein Mensch dieses Messer kaufen. Dabei ist es fast geschenkt. Es hat mal $100 gekostet. Thomas muss das Stilett ja nicht benutzen, dachte Marie. Sie bezahlte, ließ das rote Messer in ihre schwarze Samttasche gleiten und verließ das Geschäft. Die Sonne stand grell im Zenit. Thomas würde noch lange schlafen. Neben dem Jagdgeschäft war ein Locutorio. Rund um die Uhr hatten sie auf und verführten Marie zu tun, was sie eigentlich nicht mehr tun wollte. Kaum war sie eingetreten, rief ihr die Angestellte zu, »Die 7!« Marie setzte sich in die Kabine. In der Spiegelwand sah sie sich selbst zu, wie sie die Nummer in die Tasten tippte. Schon nach dem ersten Klingeln nahm Angel ab. Eine Sekunde verging, dann rief er, »Marie!« »Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt.« »Eben daran erkenne ich dich. Du musst auch nichts sagen. Es genügt ja, dass du mich anrufst.« Sie wandte die Augen vom Spiegel ab. »Ist er schon da?« fragte Angel. »Ja, er schläft.« »Natürlich, er muss sich ausruhen. Er ist um die halbe Welt gereist.« »Ja, er ist ganz erschöpft, der Ärmste.« »Er, der Ärmste? Ich würde 10-mal um die Erde fliegen, um eine Nacht in deinem Bett zu verbringen.« »Ein einziger Flug hätte genügt«, dachte sie. »Und jetzt?« fragte Angel. »Bist du glücklich?« »Ja«, sagte sie. »Das ist mir das Wichtigste. Und mich machst du auch glücklich, weil du mich nicht vergisst.« »Ich muss auflegen«, sagte sie leise. »Ja, natürlich«, rief Angel. »Und du weißt ja, montags bin ich im Grisel. Ich küsse dich. Ich küsse dich auch.« »Sag es nochmal«, bettelte er. Sie legte auf. Wieder stand sie auf der Straße. Alles passierte schnell in dieser Stadt.
Kaum saß man an einem Tisch, kam ein Kellner. Kaum, dass die Busse hielten, fuhren sie weiter. Es war üblich, sich schnell zu etwas zu entschließen. Warum zum Beispiel nicht diesen Bus nehmen und auf einen Sprung zu Angel fahren? Er saß bestimmt noch am Telefon und dachte an sie, während Thomas schlafend auf die Ankunft seiner Seele wartete. Der Bus hielt. Marie stieg ein. Nur dieses eine Mal noch und dann nie wieder, sagte sie sich. Und ihr war, als wüssten alle Fahrgäste um sie herum, dass sie sich das jedes Mal gesagt hatte. »Ich wusste, dass du kommst«, sagte Angel. Er zog die Haustür des Conventillo zu und schloss sie in seine Arme. Es war seine Umarmung, in die sie sich verliebt hatte, bei ihrem ersten Tango, den sie vor einem Jahr miteinander getanzt hatten. Mit seinen Armen öffnete er einen Raum, in dem ihre Schritte und Drehungen so viel Platz hatten, dass Marie sie immer größer werden ließ. Nach dem dritten Tanz zog der Argentinier sie an sich. Plötzlich hatte sie das Gefühl, ein Kind zu sein. Aber nicht eins, das sie jemals gewesen war, sondern eins, von dem sie sich schon als Kind gewünscht hatte, es sein zu können. Als die Milonga zu Ende war, gingen sie zu ihm, in sein kleines altes Haus im Palermo-Viertel. Mit jedem Kleidungsstück, das er von ihr streifte, verlangte ihr Körper stärker nach ihm. Als sie nackt war, sah er sie lange an. »Was für eine Frau«, sagte er. 2 Wochen später brachte er sie zum Flughafen. Sie hatte gehofft, er würde sie festhalten, während man ihren Namen ausrief, so lange, bis es zu spät war, an Bord zu gehen. Stattdessen hatte er ihr einen kleinen Stoß gegeben, damit sie losging. Am Ende des Ganges sah sie sich noch einmal um. Aber Angel war schon fort. Ein paar Wochen später hatte sie Thomas bei einem Tango-Workshop kennengelernt. Und die Erinnerungen an Angel kamen ihr immer exotischer vor. Eine unvorstellbare Geschichte, die sich nur in Buenos Aires abspielen konnte. Der Kontakt war längst versiegt, als Marie zum 2. Mal nach Argentinien ging. Schon bei der 1. Milonga, die Marie besuchte, sahen sie sich wieder. »Es gibt keine Zufälle«, sagte Angel, »nur logische Folgen.« Er lud sie zum Essen ein. Sie sagte, sie werde nicht mehr mit ihm schlafen. Er lächelte. Das werden wir ja sehen. Sie trafen sich immer wieder. Jedes Mal gelang es Marie, rechtzeitig vorher zu gehen. Aber sie konnte auch nicht aufhören, immer wieder zu kommen. Sie löste sich aus seiner Umarmung. »Ich komme nur, um mich zu verabschieden.« »Natürlich, Marie, mein Bonbon. Aber heute ist Weihnachten und du bist mein schönstes Geschenk. Darf ich es auspacken?« »No, Senor.« »Lass uns tanzen.« »Natürlich, Marie. Natürlich tanzen wir.« Angel legte eine CD mit alten Aufnahmen auf und blieb vor der Stereoanlage stehen. Marie musste auf ihn zugehen. Das wenigstens sollte sie selbst tun. Nach den klaren Rhythmen von Tanturis Orchestra Tipica begannen sie zu tanzen. In Angels Umarmung richtete sich Maries Körper auf und ihre Schritte wurden fest. Diese Tangos sollten der Abschied für immer sein. Sie machte ihre Schritte noch größer als sonst. Angel drehte sie, hob im Schwung ihre Beine vom Boden und trug sie zum Bett. Seine Hände eroberten ihre Haut. Er überschüttete seine Berührungen mit Worten, sie sei die einzige Frau, die ihm jemals etwas bedeutet hätte. Ihr halb entblößter Körper streckte sich aus in seiner uralten Sehnsucht nach der Wahrheit solcher Schwüre. »Marie?« Es war, als hätte Thomas sie gerufen. Sie setzte sich auf. Sie zündeten sich Zigaretten an. Die Asche knisterte. Angel sagte, Marie solle jetzt entweder mit ihm schlafen oder gehen. Sie stand auf und zog ihr Hemd wieder an. »Aber warum? Warum können wir nicht ein einziges Mal so glücklich sein wie im letzten Jahr?« fragte er. »Weil wir in diesem Jahr leben.« Angel stand auf, legte seine Arme um ihre Schultern. »Ist ja schon gut.«
wie sehr sie sich nach dieser Umarmung sehnen würde. Warum Tränen, Marie? Dann schlaf mit mir. Wir würden glücklich sein. Verdammt nochmal, nein! Sie stieß ihn von sich. Angel schloss auf. Kaum war Marie auf der Straße, zog er die Tür wieder zu. Marie umklammerte den Messergriff in ihrer Tasche. Jetzt bloß nicht die Finger lösen, den Arm heben und auf den Klingelknopf drücken. Sie ging den ersten Schritt, den zweiten. Bis zur Haltestelle waren es nur wenige Meter. Und zum Glück kam der Bus gleich. Erst als sie auf der abgeschabten Lederbank saß, löste ihre Hand sich vom Messer und legte sich ruhig auf den schwarzen Samt ihrer Tasche. Thomas lächelte, als sie sich zu ihm legte und ließ ihre Berührungen zu. Sie schmiegte sich an seinen Rücken, umschloss ihn. Von seinem Nabel aus ließ sie ihre Hand nach unten wandern. Er griff nach ihren Fingern und hielt sie fest. Sie musste Geduld haben, aber ihre Beine wollten nicht stillhalten. Sie zog die Knie an. Thomas hob die Brauen. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ihr fiel das Messer ein. Schau mal, ich hab was für dich. Zu Weihnachten. Sie holte es aus der Tasche und legte es auf das Bett. Rot glänzte es auf dem weißen Leinen. Sie hätte es nicht dorthin legen dürfen. Es war eine unzulässige, gedankenlose und, was das Schlimmste war, unwiderrufliche Geste. Thomas nahm es und zog die Einzelteile hervor. Das Stilett schnellte heraus. Sie zuckten beide zusammen. Das werde ich wohl etwas seltener brauchen, sagte Thomas und versuchte zu lachen. Sie versuchte es auch. Danke, Marie, sagte er. Es ist ein sehr schönes Geschenk. Dann kramte er in seinem Koffer und holte 5 Päckchen Zigarettentabak hervor. Du hast doch erzählt, dass es den hier nicht gibt. Meinst du, die reichen für uns beide? Ich glaube schon. Es ist toll, dass du daran gedacht hast. Marie umarmte ihn. Thomas wich einen kurzen Moment zurück, bevor er ihre Umarmung erwiderte. In der Nacht gingen sie essen. Um Mitternacht wünschten ihnen die Tischnachbarn alles Gute zu Weihnachten, viel Glück und gesunde Kinder. Als das Feuerwerk vorbei war, begann an einem der Tische eine Diskussion, die bald das gesamte Restaurant ergriffen hatte. Natürlich sprach man wie überall in der Stadt über die beiden Offiziere, die auf offener Straße aufeinander geschossen hatten. Der Anlass war eine Frau gewesen, die zuerst die Geliebte des einen und dann des anderen war. Aber nicht der alte, sondern der neue Liebhaber hatte das Duell eröffnet. »Er war dumm, seinen Vorgänger zu erschießen«, rief ein junger Mann. »Schließlich hat die Frau den anderen verlassen, um mit ihm zusammen zu sein. Da hatte er doch gar keinen Grund zur Eifersucht.« »Pablito, du verstehst überhaupt nichts. Sobald eine Frau etwas hat, will sie das, was sie nicht hat.« »Denk mal an die Kinder. Ein Vater ist tot, der andere im Knast. Ich frag mich sowieso, warum die Männer nicht einfach dieses Flittchen abgeknallt haben, statt sich zu duellieren.« »Wenn wir noch Tango tanzen wollen, müssen wir langsam mal los«, sagte Marie. Auf dem Weg zum Paracultural umschloss sie Thomas Hand wie zu einem Gebet. Der Saal war sehr voll. Ein Orchester spielte Tango Nuevo. Angel war nicht da. Thomas und Marie tanzten ihren ersten gemeinsamen Tango in Buenos Aires. Es war mühsam, aber das war es immer, wenn sie sich längere Zeit nicht gesehen hatten. Am nächsten Tag begannen sie mit dem Privatunterricht bei Enrico und Nancy. Die beiden forderten ihre Schüler auf zu tanzen, während sie selbst auf einem Ledersofa sitzen blieben und dabei aussahen wie zwei Naturforscher, die die Bewegungsformen eines Käfers studierten. Leise tauschten sie Kommentare aus. Als der erste Tango zu Ende war, riefen sie: »Toll! Super! Wunderbar! Tanzt noch einen!« »Sein Becken«, sagte Enrico. »Er hält es von ihr weg.« »Ja, das ist es«, stimmte Nancy zu. Thomas blieb abrupt stehen. »Meinst du wirklich, dieser Unterricht hier bringt etwas?« »Sie haben ja noch gar nicht angefangen.« »Eben, wann geht's denn hier mal los?«
Angel würde niemals so unhöflich werden, dachte Marie. Nancy stand auf. Entschuldigt, dass wir so lange gebraucht haben. Wir werden jetzt mit den Korrekturen beginnen. Enrico ließ Thomas Übungen machen, von denen Marie nichts mitbekam, da sie sich unter Nancys Anleitung auf die Drehung ihrer Hüften konzentrierte. Die junge Frau nahm ihr Becken zwischen die Hände und rief, während Marie an der Wand abgestützt ein Occhio nach dem anderen tanzte, »Turn the heap! More! More!« Nancy drückte ihre Finger auf Maries Rücken, Schultern und Hinterkopf, Körperteile, die während der Drehungen im Lendenbereich völlig ruhig zu bleiben hatten. Einmal sah Marie zu Thomas hinüber. Er wirkte noch untersetzter, als er ohnehin schon war. Was wollten sie hier überhaupt? Sie würden nie so tanzen können wie diese jungen Athleten. »Ich glaube, sie ist soweit«, rief Nancy Enrico zu. »Er auch, glaube ich«, erwiderte der. Nachdem Thomas und Marie ein paar Schritte getanzt hatten, fragte Nancy, ob sie einen Unterschied spürten. »Sein Messer drückt auf meine Hüfte«, sagte Marie. Nancy lächelte verwirrt und verstand erst, als Thomas das Taschenmesser aus seiner Hose zog und neben sie auf das Sofa legte. Er fühlte sich leichter an, und auch Marie hatte das Gefühl, leichter als vorher zu sein. »Das läge daran, weil sie ihr Gewicht in ihr Becken verlagert hätten«, erklärte ihnen Enrico. »Das habe ihnen bisher gefehlt.« »Aber sie sollten sich nichts daraus machen«, sagte Nancy. »Sie habe gehört, das sei ein typischer Fehler von Europäern.« Mit verschränkten Armen standen sie voreinander und lächelten. Plötzlich fragte Nancy, ob sie schon im Grisel gewesen wären. Bevor Marie antworten konnte, verneinte Thomas. »Ah, da müsst ihr hingehen«, rief Nancy. »Es ist einer der ältesten Tango-Salons der Stadt. Man könnte glauben, in den roten Wänden ist das Blut von all diesen Messerstechereien getrocknet. Montags ist es besonders schön, weil die meisten anderen Salons geschlossen haben und sich dort alles trifft.« Es war Montag, und Marie hatte keine Ahnung, wie sie Thomas die Sache ausreden sollte. Im Bus fragte er plötzlich, ob sie den Typen wiedergesehen hätte, mit dem sie letztes Jahr zusammen gewesen sei. Es war klar, dass Thomas diese Frage gerade jetzt einfallen musste. Sie verneinte. Der alte Kassierer begrüßte Marie wie eine gute Bekannte. Thomas schien daran nichts Seltsames zu finden. Er zahlte den Eintritt, schob den schweren Samtvorhang zur Seite und blieb einen Moment vor dem langgestreckten Tanzsaal stehen. Die Tanzfläche, die von Säulen begrenzt wurde, war in rotes Licht getaucht. Die Tische an den Seiten verschwanden im Halbdunkel. Sie fanden noch einen freien Tisch im Hintergrund des Saales. Thomas zog seine Tanzschuhe aus dem Rucksack. Er beugte sich vor, um sie anzuziehen. Marie lehnte sich zurück. Angel sah sie an. Eine feine Linie zog sich von seinen Augen zu ihren, die Thomas zerriss, als er sich wieder aufrichtete. Marie sah den Tanzpaaren zu. Die Damen, üppig oder mager, in ihren altmodisch eleganten Kleidern, hatten das Spiel von Verführung und Abweisung schon viele Jahre gespielt. Sie zelebrierten Rituale, lächelnd, wissend. Die Männer gaben ihnen das Gefühl von Schönheit zurück, während ihre starken Parfums den Geruch des Alters für ein paar Stunden überdeckten. Angel zeichnete Maries Körper mit seinen Blicken nach. Marie war, als könne sein Begehren zwischen ihre Beine fahren. Sie stand auf und legte sich in Thomas' Arme. Angel forderte eine Frau auf. Wie immer begann er mit einem Rückwärtsschritt. Marie schloss die Augen. Ermutigt von der plötzlichen Leichtigkeit ihrer Bewegungen, wagte Thomas raschere Drehungen, schnellere Wechsel. Zu schnell für diesen Salon, wo es eng war und man auf Eleganz größeren Wert legte als auf Sportlichkeit. Sie hatten jemanden angestoßen. Marie sah auf. Natürlich war es Angel. Einmal tanzten sie so nah aneinander vorbei, dass Marie ihre Hand von Thomas' Rücken löste, um Angel zu berühren. Beim nächsten Takt stolperte Thomas.
Ihm sei, als habe Enrico ihn auseinandergenommen, ohne ihn neu zusammenzusetzen, sagte er, als sie wieder an ihrem Tisch saßen. »Du musst ja auch erst mal hier ankommen«, bemerkte Marie. »Komisch, dass du das sagst«, antwortete Thomas, stand auf und ging durch den Saal zur Tür mit der geschwungenen Aufschrift »Caballeros«. Marie lief hinaus auf die Straße. Angel kam sofort nach. »Ich wollte nicht hierher. Es hat sich so ergeben. Ich wollte es vermeiden«, redete sie auf ihn ein. »Aber es ist doch gut, Marie. Es hat sich ergeben, was ich ergeben musste. Geh nach Hause, Angel. Bitte.« »Aber hör mal. Dein Herz führt dich zu mir. Ich kann dir nah sein, auch wenn es mit einer anderen Frau in meinen Armen ist.« »Ich halte das nicht aus!« »Du kannst mich um alles bitten, Marie, aber nicht, dass ich derjenige bin, der geht.« Sie versuchte, sich eine Zigarette zu drehen. »Du musst wieder hinein. Er wird gleich zurück sein. Danke, dass du so besorgt um mich bist, Angelito. Du kannst ja zu Thomas gehen und mich bei ihm entschuldigen.« »Natürlich kann ich das. Und bei der Gelegenheit kann ich ihm auch gleich sagen, dass du in mich verliebt bist. Ich kann auch den Militär spielen und ihn zum Duell auffordern. Ist es das, was du willst?« Thomas fragte nichts. Es schien ihm nicht einmal aufzufallen, dass sie durch den Ausgang hereinkam. Angel blieb. Sobald Marie ihn über Thomas' Schulter hinweg anblicken konnte, sah er ihr in die Augen und schmiegte seine Lippen aneinander. Thomas begann, Marie während des Tanzens zu küssen. In den Pausen zwischen zwei Titeln umschloss er ihre Taille mit seinen Armen und ließ sie nicht mehr los. Als Angel diese Veränderung bemerkte, hörte er auf zu tanzen und ging an die Bar. Ein Walz begann, und Thomas ließ Marie eine Moulinette nach der anderen drehen. Marie versuchte, sich auf die Geradheit ihres Oberkörpers zu konzentrieren, drehte ihre Hüften unter Thomas und Angels Blicken zugleich. »Ich kann nicht mehr«, sagte sie, als der Walz zu Ende war. »Ich wollte sowieso was zu trinken holen.« Thomas ging zur Bar. Angel saß auf einem Barhocker. Sein rechtes Bein hing lässig bis zum Boden herunter. Neben ihm war noch ein Stück an der Theke frei. Thomas stellte sich neben ihn. Er behielt seine Hand in der Hosentasche, dort, wo er das Taschenmesser eingesteckt hatte. Er sprach Angel an. Als Angel sich ihm zuwandte, sagte Thomas noch etwas und fing an zu lachen. Es war dasselbe Lachen, in das sich Marie damals während des Workshops verliebt hatte. Ein Lachen, das jeden Verdacht auf böse Absichten im Ansatz zunichte machte und das jeder mit einem ebenso herzlichen Lachen erwidern musste. Auch Angel schien nicht anders zu können. Thomas hob seine Hände und versuchte, mit ihrer Hilfe irgendetwas zu erklären. Diese Hände mit ihren kurzen, breiten Fingern, die Marie noch viel zu wenig berührt hatten, seit er da war. Er wurde vom Barkeeper unterbrochen, der eine Weinflasche über die Theke hielt, auf den Korken zeigte und übertrieben ratlos die Schultern hob. Thomas zog mit ebenso übertriebener Geste das Messer aus seiner Hosentasche. Er deutete auf Marie, und Angel nickte Marie zu, als hätte er sie noch nie im Leben gesehen. Thomas klappte die Spirale aus dem roten Griff und entkorkte die Flasche. Dann ließ er sich drei Gläser geben und zeigte auf ihren Tisch. Angel rutschte vom Barhocker und ging hinter ihm her. »Marie, das ist Angel. Angel, das ist Marie«, sagte Thomas, stolz auf seine neue Bekanntschaft. Als Angel sie mit den üblichen Küssen auf beide Wangen begrüßte, strömte der Geruch des gestrigen Nachmittags auf Marie ein. Sie sah das Bett in der Mitte des Zimmers und ihr Trägerhemd, das zwischen die Decken gerutscht war. »Marie kann gut Spanisch«, sagte Thomas. Angels Lippen formten das Wort »Bueno«. Er sah dabei in ihren Ausschnitt, als suche er dort nach dem Abdruck seiner Hände. Marie entschuldigte sich und ging zur Toilette. Sie zog die Kabinentür zu,
raffte den Rock über ihrem nackten Bauch hoch und setzte sich, als könne sie das Gefühl zwischen den Beinen auf diese Art loswerden. Zwischen ihren Oberschenkeln floss der Schweiß zusammen. Warum konnte Angel nicht in diese Kabine kommen? Er wusste doch genau, wie es ihr gerade ging. Sie ließ das Papier ins Becken fallen und hielt sich die Hände an die Ohren, als könne sie so alle Empfindungen zum Verstummen bringen. Im Vorraum wusch sie sich das Gesicht mit kaltem Wasser, bis eine Frau, die ihre Lidstriche nachzog, sie bat, nicht so herumzuspritzen. Als Marie zurückkam, lag das Messer auf dem Tisch. Angel versuchte, Thomas etwas zu erklären. Piazzolla, nicht tanzen. Hier tanzen, da Leidenschaft. Distinto. Ah, Marie, da bist du ja endlich. Komm, übersetz mal. Thomas sagte, ich habe ihn gefragt, warum sie hier im Salon keinen Tango Nuevo spielen. Ich glaube, er will mir sagen, dass man nach Piazzolla nicht tanzen kann. Angel lehnte sich zurück, so dass er Thomas im Blick behielt, während er Marie anschaute. Tango ist ein Tanz, der von dem erzählt, was man nicht hat, begann er. Mein Bonbon, du bist so schön heute Nacht. Das übersetzt du jetzt natürlich nicht. Also weiter. Nicht die Leidenschaft selbst, sondern die Zügelung der Leidenschaft ist Tango. Und für die, die nicht einmal jemanden haben, in den sie verliebt sind, ist Tango die Sehnsucht nach der Leidenschaft, nach dem Begehren, ohne dass es keine Erfüllung gibt. Bei Piazzolla ist das nicht so. Der macht aus der Leidenschaft selbst Musik. Danach tanzen zu wollen, das ist, als würde man versuchen, im Anzug mit einer Frau zu schlafen. Aber Tango tanzt ein Mann mit einer Frau, damit sie ihm erlaubt, irgendwann den Anzug auszuziehen. Nicht wahr, Marie? Und sag mal, meine Göttin, meinst du, Thomas erlaubt mir, mit dir zu tanzen? Beim Übersetzen ließ Marie die Frage am Ende weg. Bevor Thomas antwortete, presste er seinen Mund eine Weile gegen seine Faust. Aber mit der Erotik im Tango sei doch nicht die wilde Leidenschaft gemeint, sagte er. Erotik sei doch etwas, womit man spielen könne. Marie drehte sich eine Zigarette, während er sprach. Beim Übersetzen griff sie nach dem Feuerzeug. Plötzlich hatte sie das Messer in der Hand. Angel redete auf Thomas ein. Ich bin überhaupt nicht deiner Meinung. Für mich ist Erotik niemals etwas, womit ich spiele. Aber wenn es für dich nur ein Spiel ist, dann kannst du mich doch mit Marie tanzen lassen. Er sah Marie an. Sag ihm das. Was hat das denn mit dir zu tun? Fragte Thomas. Er würde sie mit Angel tanzen lassen. Das wusste Marie. Er wäre sogar stolz darauf. Sie schlug die Beine übereinander. Angel sah sie an. Sie hatte noch immer die Zigarette im Mund. Sie drückte auf den silbergrauen Knopf. Das Stilett machte ein scharfes Geräusch. Am Nebentisch schrie eine Frau auf. Angel öffnete die Lippen. Er sah aus, als wäre sein Gesicht mitten in einer Bewegung erstarrt. Das Messer in der Hand fühlte sich gut an. Jetzt weiß ich, warum hier die Männer den Frauen immer Feuer geben. Es scheint sicherer zu sein, versuchte Thomas zu witzeln. Er gab ihr Feuer, obwohl neben der Zigarette noch immer das Stilett in die Luft ragte. Ist irgendetwas? Marie machte einen tiefen Zug und nahm mit der linken die Zigarette aus dem Mund. Todo bien, sagte sie, schob das Stilett wieder in den Griff zurück und legte das Messer auf den Tisch. Finalmente. Angel stand auf. Er trank sein Glas im Stehen aus, drehte sich um und ging. Als der rote Samtvorhang über seinen Rücken fiel, wurde es vollkommen still in Maries Körper. Thomas begann sich eine Zigarette zu drehen.
Er tat es mit so großer Sorgfalt, als hinge der Rest des Abends davon ab, wie gleichmäßig ihm diese Zigarette gelang. Es dauerte noch lange, bis er sagte, »Lass uns tanzen.« Sie ließen keine Runde mehr aus. Mit jedem Tanz ging es besser. Als sie den Club verließen, lärmten die Vögel schon in den Bäumen. Und der weißblaue Himmel schien noch höher zu sein als sonst.